Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wie heißt das? Wildes Inselleben. So, ich habe mich schlau gemacht. Genau, klar, dass die Palmen hier, dass das gewollt ist, habe ich gewusst. Das ist jetzt nicht das Problem. So, die Felder da hinten, ich sag mal so, gepackten Datei sollte eine Textdatei mit drin sein, von wegen README. Dies hier ist jetzt übrigens schon wieder eine neue Version der Karte. Aber diese README-Datei fehlt und deswegen steht man so ein bisschen wie der Ochs vorm Berge. Blaue Rosen. Naja, gut, kann man machen, ne? Also deswegen steht man so ein bisschen wie der Ochs vorm Berge da. Alles klar. Okay, dass man diese Dinger hier nicht wegnehmen kann, deswegen bleibt der Baum auch hier stehen. Ich habe hier Gras hingemacht und scheiß was drauf. Also hier werde ich keine Dingens mehr anpflanzen. Kein Getreide oder so. Du kommst ja nicht drum herum um diese Dinger und du kannst sie auch nicht wegmachen. Das ist schade. Muss man mal so sagen. Hier gammeln noch alte Maispflanzen rum. Okay. In erster Linie ist diese Karte wohl auf Holz ausgelegt. Deswegen sind auch die Maschinen auf Holz ausgelegt. Also ich habe da so ein paar Informationen gefunden tatsächlich. Die mir da weitergeholfen haben. So, Tiere. Der Hof hat keine Tiere. Es gibt keine Tiere. Es sei denn, du baust dir irgendwo einen Stall hin. Das kannst du natürlich machen. Schade an der Stelle ist eben, dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, ich möchte hier diese Pferdekoppel abreißen und stattdessen meine eigene Pferdekoppel dahin bauen. Weil das ist ja ein Standardstall von Giants. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber diese Tiere, die kannst du weder füttern noch sonst irgendwas. Das ist alles nur Attrappe. Nicht mehr und nicht weniger. Warum man dann derzeit keinen Stall oder, also, ne, ich habe keinen Stall oder keine Weide, siehst du, und das ist das Problem. Du müsstest das also hier irgendwie sonst wohin bauen und hier, wo es am besten passen würde, geht es halt nicht. Also das ist ein riesen Minuspunkt an diese Karte erstmal. Gut, also, das, was wir nicht ernten wollen, haben wir platt gemacht. Den gucken wir mal weiter. Ich lasse die Zeit mal auf 5 weiterlaufen. Ah ja, und die Karte schmeißt Error noch und nöcher beim Hochfahren. Error hier, Error da, also das ist irgendwo, ja, schön gebaut, aber teilweise wirklich dahin gefuscht. Muss man jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde mich jetzt erstmal als Administrator anmelden. Übrigens den Namen immer noch nicht geändert. Aber das macht ja nichts. Nicht irritieren lassen. So, Kohle 37.000 haben wir. Okay. Dann schauen wir mal. X, das ist jetzt eine Wiese. Die könnten wir kaufen. Wert 127.000, Kontostand haben wir nur 37.000. Aber, liebe Leute, wir haben ja, das ist das Schöne, dies hier ist das, wie soll ich sagen, ein Pachtsystem, was wir hier drin haben. Das ist eine Modifikation. Also, wenn wir jetzt mal gucken, über die Modifikation, Feld 15 bzw. 12. Das müssen wir uns jetzt mal merken. Soll kosten 127.000, okay? Also 15, 12. Dann gucken wir hier drauf. 12. Das ist der Pachtpreis. Oder ist das jetzt die 15? Das müsste diese sein. 127.000. Scheiße. Die haben es korrigiert. Verdammt. Die haben es korrigiert. Es war sonst so, dass die Preise hier
günstiger waren als das, was man da hatte. So, aber wir könnten jetzt Folgendes gucken vielleicht. Und zwar, was haben wir hier oben denn? Also, da wir keine Tiere haben, brauchen wir nichts machen. Mais-Silage könnte man an die... Wo könnte man denn Mais hin verkaufen? Das ist noch im Wachstum, gehört Michael Hammond. Erwarteter Ertrag 64%. Du hättest deine Felder mal ein bisschen besser pflegen können. Wohin können wir denn Mais verkaufen? Also, das ist mal Mais hier. 341 an das Restaurant. Das wäre dann Körnermais. Das wäre kein Häckselgut. Und wir könnten damit vielleicht. Okay, das ist Feld 10. Müsste das hier sein, oder? Ist das richtig? Guck mal eben, 15. Es sollte im Kauf 15.000 kosten. X 14. Ist das das? Genau. Feld 10. 10 beziehungsweise 14 soll 44.000 kosten. 10, 14, okay. 10, 44.000, dann ist es das hier unten. 449 Euro Pachtpreis. Das machen wir mal. Das heißt, wir werden das jetzt schön pachten. Wir mogeln, wir zocken den jetzt ab hier, den Burschen. Und holen uns mal den Körnermeister runter. Was haben wir denn hier an Anhängern? Achso, der steht einfach bei der Werkstatt, gell? Okay. Ich tapp mal einmal durch, weil ich aktuell nicht weiß. Wo? Da ist er. Kommen wir wieder nach Hause, nehme ich nämlich den Pflücker vorne vor. Ich nenne den jetzt einfach mal Pflücker. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Aber egal. Spielt gerade keine Rolle. Was latschen die ganzen Touris hier rum, Mann? Fahr euch alle platt. Palmen hier auf der Straße, würde ich sagen, lasse ich erstmal stehen. Ich weiß jetzt im Moment auch gerade nicht. Oh, doch weiß ich doch, warte mal. Ah ja, okay. Da könnte man vielleicht könnten wir auch Fische fangen. Das müssen wir sehen, dass wir irgendwoher Geld kriegen. Wo ist denn? Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal. Ach, den habe ich ja noch hinten. Ich bin manchmal so dusselig, ganz ehrlich. Fahr besser, bevor ich hier irgendwelche Experimente mache. Hier raus. Das Stroh lasse ich erstmal liegen. Das hole ich dann mit dem Sammelwagen rein. Da mache ich keine Ballen von. Das ist ganz praktisch.
Ich wusste, der läuft noch. Ich glaube, mit dem Bergungssystem, hätte ich bald gesagt, mit dem Damage-System, also mit dem ne, Verschleißsystem, wäre der auch irgendwann mal leer gewesen. So, was haben wir hier? Das Ding auf dem Anhänger muss, ist mir auch schleierhaft, aber okay. Ich jetzt hier raus. Alter, ist das Zeug alles störrisch hier, mal ganz ehrlich jetzt, ey. Meine Fresse, ne. Aber gut, da kann die Karte nichts dafür. Wendekreis wie ein Panzer, das Scheißding. Junge, Junge. So, auf dem Hof haben wir jetzt ein bisschen Platz schon. Bin gespannt, wie lange das hier gut geht, aufgrund der Fehler in der Karte und so weiter. Also, naja. Also mit dem Tier, mit den Tieren, wie gesagt, das finde ich schon ewig schade. Ich meine, man kann es ja so machen, dass sie hier drin sind, dass man dann eben... Also es sind alles Dummies, die da drin sind. Okay, so. Wo haben wir jetzt das Maisfeld entdeckt? Das war da hinten irgendwo, oder? Wie kommen wir denn da hin? Das Ding ist ja nicht mal. Du brauchst ja auch bei diesen Straßen, die sind zwar schmal, aber du brauchst hier ja nicht diesen blöden Anhänger da immer hinter. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir pachten das Feld, ziehen uns den Mais runter und dann geben wir dem das wieder zurück. Nee, kannst zulassen. Ich will da nicht rein. Ein guter Plan, aber ich glaube, das ist auch, wie gesagt, eher auf Holzwirtschaft hier ausgelegt. So, wo ist jetzt unser Maisfeld? Das müsste da hinten sein, wa? Oh, muss er einmal durch die Büsche. Und dann verkaufen wir Körnermais, dass wir zu Reichtum kommen. So, mal gucken, ob man das schon abernten kann. Normalerweise geht da oder sollte das schon gehen, auch wenn es nicht. Hier tatsächlich nicht. Müssen wir echt abwarten, bis das Zeug reif ist. So, was machen wir stattdessen? Mist. Feld 1 gehört uns. Okay. Wie die Ameisen. Junge, wo wollen die alle hin? Ja, Wanderausflug oder was? Es ist ja... Alter, können wir noch mehr von eurer Sorte? Ne, erstmal nicht. Junge, das ist so ein Rentnerclub, oder was ist das? Lecco mio, du. Egal. Genau. Wir brauchen... Ne, warte mal, das können wir auch anders machen. Das machen wir anders diesmal. Und zwar, wir kaufen keine Werte, sondern ich will mal gucken, ob die Kohle ausreicht. Diverses. Boah, es wird eng. Es wird eng, das wird eng, das wird eng. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich erst später. Aber ganz ehrlich, Mieten wäre scheiße. Pro Arbeitstag 170. So.
Das sind dann bei 10 Tagen 1700 pro Arbeitsstunde nochmal 357 Euro. Das heißt, das Ding kostet uns 867 pro Tag, offensichtlich. Beziehungsweise 300, 400, 470, 500 irgendwas. Bei 10 Tagen sind wir 5000 los. Auch wenn es eng wird, im Zweifel müssen wir einen Kredit aufnehmen. Ich kaufe das Ding. So. Es nutzt nichts. Zum einen, wir brauchen es immer wieder. Das muss man mal hochrechnen. Wenn sich das irgendwann, hast du ja die Kosten dafür wieder raus. Und wo hatten wir den Kram jetzt hingestellt? Da. Irgendwann hast du die Kosten ja wieder raus. Und der steht richtig rum, okay. Gut. Und dann hat sich das ja auch wieder erübrigt, das Ganze, ne? Ich glaube, mit X einmal aufklappen, genau. Jetzt sehen wir unten, was wir hier abdecken. Natürlich möglichst viel mit, ist klar, ne? So, war das jetzt B? Ja. Da holt er sich jetzt ein bisschen Dreck raus. Das ist ein cooles Feld irgendwie, finde ich. Er zeigt uns jetzt auch an, wo er schon war. Das heißt, wir können hier jetzt richtig schön. Ich mache das übrigens auch flächendeckend tatsächlich. Wir können jetzt hier bis an die Grenze ranfahren. Brauche hier mal die nächste Probe. Wir können uns vielleicht mal um die Fische kümmern. Mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. Was mir auch fehlt, angeblich sollen vom Hafen aus, wenn man hier hinkommt, Leute mit Kisten rumrennen. Die rennen weder im Single noch im Multiplayer rum. Ich habe übrigens das Ganze zwischenzeitlich mal im Singleplayer getestet. Das macht also tatsächlich keinen Unterschied. Aber vielleicht können wir Folgendes machen. Wartet mal, wir können ja bauen und wir sollen ja auch teilweise bauen sogar. So ist es ja geplant. Es wäre halt nur schön, wie gesagt, wenn man dann diese Tierstelle wegnehmen könnte und könnte seine eigenen dahin packen. Das wäre schon ganz, ganz schick. So müsste ich über den Editor rein sagen, okay, ich möchte den Schweinestall loswerden, meinetwegen. Und ja. Okay, pass auf, Bienen. 19.000, bist du bekloppt. Eine Zahl. Wie ist das eigentlich bei den Bienen? Ist das da effizienter als das? Aber egal, dann baue ich erstmal die hier hin. Oder so die Umgebung nicht versauen. Einmal hier hin. Bauen wir hier noch einen hin. Hier machen wir noch einen hin. Und hier. Ja, keine Palettenstation, ich weiß. Die
kriegen wir dann auch noch. Einfach so hier rein in die Wurst. So, Palettenstation, genau. Haben wir. Die haben wir hier nicht drin. Palettenstation. Okay. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Das ist der Händler. Hier ist unser Hof. Ich habe nicht genügend ge. Hä? Das Ding kostet nur 200. Ich glaube, das Ding hat echt ein Problem, ey, ganz ehrlich. Ich habe 8.921 auf dem Konto. Diese Palettenstation kostet 200 und du willst mir jetzt erzählen, ich habe nicht genug Geld oder was? Spinnst du? Wir machen mal Folgendes, pass mal auf. Ich bin hier als Administrator hier drin. Muss mir nur mal eben einen Zettel holen. Und damit ich mir mal den Kontostand aufschreiben kann. Also 8, 9, 2, 1. Das ist das, was wir haben. 200 Ocken kostete. Das passt doch hinten und vorne nicht hier, ganz ehrlich. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Geld hinzufügen. Okay, wir packen uns mal 10.000 drauf. Jetzt kommen wieder meine tollen Mathe. Jetzt haben wir sogar 18.000, okay? Cool. Tiere. Bienen. Und hier die Paletten. So, wir haben jetzt 18.000 und wir brauchen nur 200 für diesen Palettenbunker da. Wo ist denn jetzt unser blöder Hof? Da ist die BGA. Da ist er. So, und jetzt passen wir mal auf. Wir haben jetzt 18.921, richtig? Drück mal einmal auf F1. Und das Ding kostet 200. Das heißt, wir dürften anschließend noch haben 18.721. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Cool. So bin ich. Paletten können wir auch schön hier unter Dach packen. So, 200 Baukosten. Warum habe ich mit 8.921 nicht genug Geld? Kann mir das irgendjemand erzählen? So, F12. Okay, minus 10.000. Okay, perfekt. Jetzt haben wir 8.721. Jetzt passt das alles wieder. Junge, das kannst du doch keinem erzählen, oder? Gut. Ich musste gerade einmal lauschen, ob meine Katze wieder einen Würgereiz kriegt oder. Okay, dann kriegen wir gleich hier die Werte. Dann können wir gucken. Ja, wir können ja eigentlich nur mit Kunstdünger arbeiten, oder? Oder wir können Mist kaufen. Mal schauen, in welchem Zustand die Felder sind tatsächlich. Ist schon alles sehr, sehr verschachtelt hier, du meine Güte. Wenn du hier irgendwo reinfährst, wo du nicht hingehörst, da kommst du nie wieder raus.
Und mit dem Geld habe ich nicht verstanden. Echt was los, ey. Mann, 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 Mann. Mal gucken, wo wir das Bodenprobegerät hinpacken. Ey, wir sind schon bei 26 Minuten, liebe Leute. Aber wir dürften jetzt dann tatsächlich auch Honig bekommen. Finde ich gut. Heißt, wir können dann auch Honig verkaufen. Wir müssen ja irgendwie an Geld kommen. Das hilft ja alles nichts, ne? So, hier standen die Werke drin. Ich hätte auch hier lang fahren können, aber okay. Stelle ich dazwischen am besten, wa? Wir werden das ja noch öfter brauchen, dieses Bodengerät. So. So sieht das aus. Und jetzt, wo ist der Traktor mit dem Pflug hinten dran? Den Pflug habe ich hinter einen Traktor gehangen. Glaube ich. Ne, der steht da hinten wieder. Eididididi. Bin mir auch nicht sicher, ob der das tatsächlich so schafft, wie er es schaffen soll. Muss auch gucken, ob die Messwerte für das Feld schon da sind. Was war denn das hier? Feld 1, gell? Oder ist schon ein Saatbett drauf? Das ist ja cool. Dann könnten wir ja theoretisch. Ja, die Werte sind noch nicht da. Obwohl, hier könnte ich. Hier sehe ich es. Okay. Also sandiger Lehm und so weiter und so fort. Dann könnten wir ja theoretisch. Könnten wir ja ansehen, oder? Frage ist, was packen wir drauf? Irgendwas Lukratives. Was kannst du denn alles säen? Du kannst Mais säen, du kannst Sonnenblumen, du kannst Sojabohnen, Zuckerrüben, Baumwolle, Zuckerrohr. Okay. Wir gucken mal, was am lukrativsten ist. Dann können wir direkt ansäen. Ja, was heißt, wir können direkt ansäen? Wir sind im August. Da müssen wir sowieso gucken, was wir ansäen können. Wir schauen aber mal, wofür wir am meisten kriegen. 200, 200, 400, 500. Also Raps ist schon mal cool. Trauben, ey. 600, Dschungel, das wären Oliven. Sonnenblumen, 700. Sojabohnen, auch über 700 aktuell fallend. Mais ist wenig. Kartoffeln kriegst du auch nicht für. Baumwolle ist natürlich wow, ne? Zuckerrohr kriegst du auch nicht für.
Ich würde sagen, Sojabohnen. Warum ist hier eigentlich schon wieder kein Saatgut mehr drin? Überhaupt noch Geld für Saatgut? Und in die Maschine passt jetzt beides rein, Saatgut und Dünger. Das ist schon mal ein Vorteil. So, den müssen wir nämlich nicht mehr kaufen. Ach so, okay. Das war Saatgut. Na gut. Ich weiß aktuell nicht, wo ich den Dünger gelassen habe. Egal. So, die Frage ist aber auch, können wir überhaupt jetzt noch Sojabohnen anbauen? Geht das noch? Oder müssen wir da schon wieder warten? Sojabohnen. Saatzeitpunkt. Die können wir jetzt nicht mal mehr ansehen. Also wir sind für dieses Jahr irgendwie aufgeschmissen. Liebe Leute, wir sind über eine halbe Stunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über neue Abonnenten, über nette Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der Zwischenzeit werde ich mal gucken, wo ich meinen Dünger gelassen habe. Werde die Maschine auffüllen. Und es ist tatsächlich so, dass wir, da wir keine Tiere haben, das Einzige, was wir demnächst anbauen könnten, wäre Weizen und Gerste. Raps könnte man noch anbauen. Gras. Ja, da ist nicht mehr viel zu begucken in diesem Jahr. Ich würde mal behaupten, oh Gottchen, wollen wir wirklich Weizen anbauen? Könnte man in eine Produktion stopfen, aber wir haben kein Geld, um eine Produktion zu kaufen, um die nutzen zu können. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Fischereigeschichte an. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und wir sehen uns. Tschüss.